So, hi, da bin ich mal wieder. Und zwar geht's mit den Skills weiter. Als erstes habe ich mir mal den Magier oder in dem Fall die Magierin ausgesucht, weil hier gibt es natürlich eine massive Änderung. Für jeden, der den Magier als Eichhorn spielt, tja, dem sei gesagt, das war's dann wohl. Der Eichhorn funktioniert zwar schon noch, aber die Fähigkeit, den Eichhorn für Ewigkeiten zu halten, ist leider weg. Und zwar, die Fähigkeit war ja früher so, man konnte den Eichhorn pro Kill eine Sekunde länger halten. Das haben sie rausgenommen. Ich habe jetzt auch schon alle Variationen ausprobiert und konnte leider nichts entdecken, dass das irgendwie ja, veränderbar macht. Und die Fähigkeit, auch über das magische Geschoss ja, Arkan zurückzugewinnen, ist auch weg. Wenigstens bei der Klinge funktioniert es noch. Und ich wollte euch das Ganze mal zeigen. Dass das mit dem Eichhorn, wie gesagt, rum ist. Wir gehen mal irgendwo hin, es spielt keine Rolle, wo ich hingehe. Ich möchte euch ja nur kurz demonstrieren, wie gesagt, das mit dem Thema Eichhorn ist leider, wie gesagt, dann durch. Und dazu gehe ich mal ganz kurz hier einfach mal ins Leorix Haus. Hier kommen ja nochmal eine ganze Meute auf uns zugerannt. Schauen wir mal. So, legen wir mal los. Natürlich gleich noch Elite getroffen. So, ihr seht, der Eichhorn gnadenlos geht er runter. Jeder Kill zählt uns nicht. Er stackt zwar hoch, aber es passiert gar nichts. So, das Einzige, was jetzt hochgestackt wird, ist mittlerweile der Schaden. Und das war's mit dem Eichhorn. Also die wunderschöne Fähigkeit, hier einfach mal durchzurushen, das war's. Ihr müsst euch halt anders behelfen. Nur, dass das schon mal jeder weiß. Okay. So, alles klar. Ich denke mal, das ist ja dann eigentlich soweit logisch. Dann gehen wir mal kurz zurück. So, hier müssen wir rauskommen. Gut, des Weiteren, ja, konnte ich jetzt keine massive Veränderung am Magier finden. Wir werden mal sehen, was in Zukunft noch passieren wird. Ich hoffe mal, ja, dass es hier noch was geben wird im Thema, ja, Positives. So. Gut, hier nochmal die passiven Fähigkeiten, die neu hinzukommen werden. Und zwar gibt es einen vierten Slot ab Level 70. Es gibt neue Fähigkeitsvariationen ab 64 und so weiter. Und mal schauen, wie es da weitergeht. Gut, bis dahin würde ich sagen, euer Micromaster und ciao.